Dich, ich, hua! Oh, scheiße. Okay, nochmal. Jeder kennt sie, jeder hat sie zu Genüge zu Hause, nur meistens kriselt die Beziehung dazwischen und die möchte ich heute mit dir verbessern. Es geht um Nähfüße und ich zeige dir heute 3 davon und wie du richtig damit umgehst. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hana Kreativ. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass du zu diesem neuen Video eingeschaltet hast. Als allererstes, wir knacken bald die 30.000. Also, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne nachholen und aktiviere auch die Glocke, denn es gibt hier jede Menge Videos auch außer der Tour. Also nicht nur Mittwoch 18 Uhr, sondern zum Beispiel auch diese Woche stelle ich dir etwas Neues vor. Ich habe es hier runtergestellt, damit man es nicht sieht. Aber das kommt am Samstag. Also aktiviere auf jeden Fall die Glocke. Und jetzt würde ich sagen, geht's erstmal los mit dem Video. Vor kurzem hatte ich einen Aha-Moment. Und diese Momente teile ich am allerliebsten mit dir, weil du dann vielleicht auch einen Aha-Moment hast. Und das ist ein Nähfuß. Und ich hatte wirklich keinen Plan, für was man den braucht. Ich zeige es dir hier mal. Diesen Nähfuß hatte ich aus irgendwelchen Gründen entdeckt und ausprobieren wollen und habe einfach mal gegoogelt, für was der überhaupt sein sollte. Und dann hieß es Schrägbandfuß. Und ich dachte mir, okay, wie funktioniert das? Habe mir ein Video dazu angeschaut und dachte, so schwer scheint es gar nicht zu sein. Habe es ausprobiert und es war ein absoluter Gamechanger. Ich nähe seitdem sehr gerne mit Schrägband. Es gibt super perfekte gerade Nähte und ich habe dir in der Instagram-Story, hatte ich dich damals so ein bisschen mitgenommen und habe dir auch gezeigt, wie mein erster Erfolg ist. Also es ist idiotensicher, es funktioniert auch beim ersten Mal. Den habe ich dir dann auch gleich in meinem Amazon Finds Video verlinkt, weil ich fand, es war so ein richtig tolles Gadget und unter diesem Video habe ich so unfassbar viele Nachrichten bekommen, dass ich Nähfüße zeigen soll, dass ich gedacht habe, okay, dem Wunsch komme ich wie immer sehr gerne nach, denn auch mich interessiert, was das hier eigentlich alles für Füße sind. Es ist ein riesiger Umfang und es kam schon so viel mit bei Brother, wie du weißt. Ich habe hier meine Brother-Maschinen, meine Innovis, meine Overlock und auch mein Plotter. Ich und noch was anderes. Also ich bin komplett umgestiegen auf Brother, bin ultra zufrieden und auch den Nähfuß, den ich hier hatte, der war von Brother. Es gibt den auch als Universal-Nähfuß. Das heißt, solltest du aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen keinen Brother haben, dann kannst du diesen Nähfuß auch benutzen. Also es ist, die gängigen Größen gibt es da eigentlich immer. Und damit das Video nicht zu lang wird, habe ich mich jetzt auf 3 Nähfüßchen erstmal festgelegt. Wenn dir das gefällt, wenn du mehr davon sehen willst, schreib es wieder gerne unten in die Kommentare oder gib dem Video auch einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dir gefällt das und es kommt mehr davon. Und heute gibt es jetzt mal 3 Nähfüßchen, die ich mir hier random aussuchen werde. Ich gehe einfach von links nach rechts wahrscheinlich. Die 3 Nähfüßchen werden es heute werden. Und wir gucken mal, für was die da sind, wie die funktionieren und ob man sie braucht oder ob die in der Schublade vergammeln können. Beginnen möchte ich mit dem Obertransporteur. Der ist speziell dafür gemacht, damit du ein bisschen präziser nähen kannst und der soll auch den Druck gleichmäßig auf den Stoff verteilen. Normalerweise wird ja bei deiner Nähmaschine bloß die untere Platte bewegt und oben läuft so ein bisschen mit. Wenn du jetzt aber einen sehr flutschigen Stoff hast oder wenn du einen äußerst dehnbaren Stoff hast, kann es schon mal sein, dass es sich verzieht und so ungerade näht. Dafür ist der Obertransporteur da, der einfach auch von oben mithilft, den Stoff zu transportieren. Also nicht nur unten, sondern eben auch oben. Dadurch kannst du präzise arbeiten, dadurch verzieht sich nicht so leicht was und dadurch kannst du auch schwierige Stoffe und ganz feine Stoffe gerade und genau nähen. Ich habe dir das jetzt versucht zu zeigen anhand von Stoffen, die ich jetzt gerade noch so da habe. Prädestiniert sind natürlich Kunstleder, Jersey-Stoffe, aber natürlich auch dünne Satin-Stoffe. Satin habe ich jetzt nicht hier. Kunstleder hat meine Maschine super gemacht. Dehnbares Kunstleder hat sie super gemacht. Der Stoff, der ist wirklich auch nicht so super easy, ist eine Viskose, hat sie super gemacht. Jersey, super gemacht. Cord hat sie auch so super gemacht. Also solltest du dir vielleicht eine Brother-Maschine zulegen? Sie hat auch alles ohne Transporteur super gemacht. Aber wenn du irgendwie mal einen Stoff hast, wo du denkst, Mist, da verzieht sich was oder deine Maschine vielleicht diese ganzen Stoffe nicht packt, dann nimmst du den. Ich zeige dir jetzt, wie wir den einmal einsetzen und wie wir damit arbeiten. Ich kann dir jetzt leider kein Negativbeispiel sagen, weil meine Maschine kein Negativbeispiel für mich ausgespuckt hat. Und wenn wir eh schon bei Schleichwerbung sind, kann ich auch direkt richtige Werbung machen, denn ich bin sehr verliebt in meine Maschine. Hast du vielleicht schon mitbekommen?
Aktuell nutze ich sie jetzt ja gerade als Nähmaschine und auch heute zeige ich sie als Nähmaschine. Aber sie ist nicht nur eine Nähmaschine, sondern sie ist ja auch eine Quilt- und Stickmaschine. Also so ein Alltagswunder, alles in einem, ist alles dabei, was du brauchst. Also eignet sich für Hobbynäher, Designnäher und Quiltkünstler, sage ich jetzt mal. Wenn du dann den passenden Nähmaschinenfuß für dich gefunden hast, gibt es auch 291 verschiedene Stiche. Und nicht nur das, du kannst auch deinen eigenen Stich kreieren. Und ich habe das vor weniger als zwei Stunden entdeckt, wenn ich ehrlich bin. Also du kannst an der Maschine einstellen, wie du deinen Stich haben möchtest. Da gibt es einen kleinen Stift und dann kannst du die einzelnen Punkte setzen, wo du sie gerne haben möchtest. Du kannst dann aber auch zum Beispiel schon bestehende Stiche nehmen und die dann noch erweitern und verbessern. Also es gibt hier extrem viele Möglichkeiten, um deinen individuellen Stich zu generieren. Finde ich eine super coole Idee und ich glaube, damit lassen sich auch einige Projekte noch mal richtig cool umsetzen. Ich muss es auf jeden Fall in Zukunft mal nutzen. Genau. Entfesselt auf jeden Fall jede Menge Kreativität. Du hast alle Möglichkeiten und es spart dir auch wirklich viel Zeit und Nerven. Denn es gibt so ein paar Funktionen, die ich jetzt auf gar keinen Fall mehr missen möchte. Wo ich früher immer dachte, ja, schön, wenn es hat, aber muss jetzt auch nicht. Und jetzt habe ich es und jetzt will ich es nicht mehr missen. Wie zum Beispiel den automatischen Fadenabschneider oder natürlich auch das automatische Einfädeln. Also falls du mal sehen möchtest, welche Maschine ich überhaupt habe, da habe ich ein cooles Video dazu gemacht. Was man sich ob so oder so mal anschauen sollte, weil Masi und ich haben uns da sehr ausgetobt und ich sag mal so, wir hatten kurz davor American Pie, glaube ich, gesehen, denn es war sehr inspiriert davon. Ach ja, das bin übrigens ich. Hey, auf den Betten wird nicht gesprungen. Genug Schleichwerbung, Werbung, Liebe an Brother. Jetzt kommt der Nähmaschinenfuß ran. Das Montieren ist eigentlich ganz einfach. Brother liefert natürlich auch schon das Werkzeug mit. Und wir müssen jetzt einmal hier die Schraube lösen. Und dann sieht man hier an diesem Nähfuß, siehst du, muss das hier in den Steg geführt werden und dann festgeschraubt werden. Und was noch wichtig ist, ist dieser kleine Arm. Ich zeige dir das, denn der muss später noch kurz eingehakt werden, damit er gut funktioniert. Als allererstes löse ich hier hinten mit dem kleinen Knopf erstmal meinen Nähmaschinenfuß und jetzt löse ich noch die Schraube hier. Der neue Nähmaschinenfuß wird von hinten eingefädelt, denn ich versuche gleich mal die Kamera ein bisschen umzudrehen. Wir fädeln erst diesen Arm hier ein und danach kommt es an die Stange, sage ich jetzt mal. Also von hinten. Also die Schraube erstmal ganz rausmachen. Am besten ist es natürlich, wenn man es ohne Nadel macht. Dann ziehst du vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich mache das jetzt mal ohne. Dann nimmst du diesen Arm, legst ihn hier hin. Und das muss jetzt um die Stange. Und jetzt fädeln wir hier wieder die Schraube rein. Fädeln ein. Oh, ich bin eine Näherin. Wir drehen natürlich ein. Und dann noch mit dem Werkzeug ordentlich festdrehen. Und schon ist er fest montiert. Ich nehme jetzt einen der flutschigsten Stoffe, die ich hier so habe, und lege es einmal unter die Maschine. Und jetzt siehst du gleich, dass nicht nur hier unten die Platte transportiert, sondern eben auch dieser Transportfuß automatisch mitgeht. Was wichtig ist, ist, dass du auf jeden Fall darauf achtest, welche Stiche du hier benutzen darfst. Also ein Zierstich oder so ist jetzt mit dem Obertransporteur wahrscheinlich nicht möglich. Lest da am besten immer mal in deiner Anleitung nach. Ich nehme jetzt hier einen ganz normalen Geradstich. Der geht auf jeden Fall. Auch zurücklehnen ist kein Problem. Das Ganze klingt etwas anders, weil hier natürlich noch ein bisschen Mechanik mitläuft. Deswegen klingt die Maschine etwas anders. Und wenn du jetzt mal ganz genau auf diesen kleinen Freund hier achtest, siehst du, dass von oben der Stoff mit transportiert wird. Und dadurch können Stoffe ganz präzise genäht werden, ohne dass irgendetwas verrutscht. Pow! Werbung! Und damit ich dir jede Woche ein spannendes Video, wie zum Beispiel heute die Nähfüßchen präsentieren kann, freue ich mich, so tolle Partner und Sponsoren an meiner Seite zu haben wie Everdrop. Und warum habe ich mich für Everdrop als Partner entschieden?
Ganz ehrlich, weil ich es privat einfach ultra gerne nutze. Okay, oberflächlich zugegeben, weil es einfach ultra schön aussieht und gut duftet. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich möchte Everdrop testen. Aber warum bleibe ich bei Everdrop? Weil ich immer alles nachfüllen kann. Und deshalb gibt es mir auch langfristig ein gutes Gefühl, nachhaltiger putzen, umweltschonender leben und dabei noch gut aussehen. Und wenn du das Ganze auch mal testen möchtest oder dir vielleicht auch aufgefallen ist, dass deine Produkte einen kleinen Restock gebrauchen und du etwas zum Aufhören brauchst, dann schau mal unten in die Infobox, denn da findest du einen Link zur Seite und zu den Produkten. Und nutze auch gerne den Code HANAKREATIV, damit bekommst du 10% auf alles. Auch wenn schon was reduziert ist, auch auf die ganzen Sets. Also es lohnt sich. Und jetzt geht's weiter mit dem Nähfüßchen-Test. Wenn ich jetzt schon mal hier in dieser Ecke sitze, stelle ich dir gleich unseren zweiten Freund, nämlich den Schrägbandannäher vor. Wollen wir Freunde sein? Und wenn ich sage Freund, meine ich eigentlich deinen besten Freund forever and ever. Und wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich schon mal gesagt, zwischen meinem Mann und diesem Teil, wäre es keine leichte Entscheidung. Was wäre wahrscheinlich das Teil? Ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich habe auch ein Pendant dazu. Dieses Teil hier ist auch ein Schrägbandannäher. Ich persönlich komme damit nicht so gut zurecht. Und die Ergebnisse hiermit sind einfach wirklich perfekt. Wozu ist jetzt aber eigentlich ein Schrägbandnähfuß da? Ganz einfach, du hast ein Schrägband. Du kannst dir das übrigens auch super easy selbst machen, wie zeige ich dir in diesem Video. Und du hast eine Stoffkante. Und es ist jetzt egal, ob es hier um Kleidung geht, um Taschen, um sonst irgendwas. Und du möchtest das hier sauber annähen. Ich hatte nie die größten Probleme, ein Schrägband anzunähen. Ich habe normalerweise immer ein Reißverschlussnähfüßchen oder ein normales genommen. Und das Ergebnis war auch wirklich immer okay. Schon das ein oder andere Mal ein bisschen was verrutscht oder vielleicht doch die Rückseite nicht so mit erwischt. Das ist schon passiert, aber es war jetzt okay. Es war jetzt kein Grund, kein Schrägband anzunehmen. Also ist das was für die, die beim Schrägband fluchen und die, die es wirklich perfekt haben wollen. Es sieht wirklich aus wie industriell hergestellt. Kein Fehler, kein Makel. Richtig, richtig, richtig gut. Es bringt auf jeden Fall deine Nähskills so ein bisschen auf den nächsten Level. Es spart dir jede Menge Zeit und Nerven. Du hast eine wunderschöne Optik danach und es geht auch super easy. Wie schon gesagt, den hier gibt es auch. Mit dem war wirklich das Ergebnis nicht so gut. Ich habe es dir schon mal in einem Video gezeigt. Ich zeige es jetzt hier an der Stelle einfach noch ein zweites Mal. Wenn du es schon kennst, dann skip einfach weiter. Und wenn nicht, dann zeige ich dir mal kurz in meiner Instagram-Story, was passiert ist, als ich den hier entdeckt habe und als ich den hier entdeckt habe. Habe ich diesen Nähfuß hier. Siehst du das? Wunderschön, wie man sieht, kann ich volle Lotte damit umgehen. Richtig toll. Okay, es entwickeln sich hier brandheiße Neuigkeiten. Die Entwicklungen sind groß. Was ist denn das eigentlich für ein Nähfuß? Und habe das über Google gesucht und gesehen, das ist von Brother, der Schrägbandeinfasser. Guck dir das Ergebnis an. Von vorne bis hinten. Ohne vorher zu versuchen. Und ich kam so richtig nah an den Rand ran. Siehst du das? Game Changer? Und wie wir das jetzt an der Maschine umsetzen, zeige ich dir jetzt. Davor möchte ich dir noch so ein paar Details hier zeigen. Zum einen kannst du hier die obere Schraube lockern. Ich habe eine Schraube lockern. Und hier das Ganze etwas verstellen. Und zum anderen hast du hier ein Rädchen, wo du später alles verstellen kannst, wenn das Schrägband drin ist. Bei diesem Nähfuß würde ich dir empfehlen, das Ganze vorher einzufädeln, weil es sonst unter der Maschine ein bisschen friemelig ist. Bei dem ist es aber überhaupt kein Problem. Wir können auch erst den Nähmaschinenfuß anbringen und danach erst die Stoffstücke. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Es ist nämlich super easy. Die Anbringung des Nähmaschinenfußes ist noch einfacher als beim Obertransporteur. Wir müssen nämlich hier hinten einfach den Hebel hochheben, den alten Nähfuß raus, neuer rein, festklicken und wir sind schon einsatzbereit. Und jetzt siehst du hier eine kleine Führungsschiene und ich nehme jetzt mein Schrägband, falte das einmal und lege es oben und unten in den Nähmaschinenfuß rein. Das passt jetzt auch gut. Hier kannst du jetzt noch verstellen, ob es breiter sein muss oder nicht. Aber das ist eigentlich schon perfekt. Ich ziehe es mal so ein bisschen weiter durch oder schiebe es so ein bisschen weiter durch.
Und jetzt nimmst du dein Stück Stoff und legst es hier zwischen einfach rein. Also hier ist so ein bisschen Platz, wie du das hier sehen kannst vielleicht. Und da legst du deinen Stoff jetzt einfach rein. Und das war's auch schon. Fuß absenken, Stich auswählen, einfach einen Geradstich und los geht's. Und fertig ist deine perfekte Naht. Und ich meine wirklich perfekt, gleichmäßig von beiden Seiten. Bitte sag mir nicht, dass du das ohne diesen Nähmaschinenfuß schaffst, so eine krasse Naht abzuliefern. Also ich nicht. Und du hast gesehen, es ist ultra, ultra easy. Also wenn dieser Nähfreund nicht dein Leben nachhaltig verändert, dann weiß ich auch nicht. Und ich würde sagen, wir kommen last but definitely. Definitiv nein. Not least zum letzten Nähfuß. Den Blindstich-Nähfuß. Und wie der Name eigentlich schon verrät, macht er blinde Stiche. Hä? Ja. Ich musste erstmal in meiner Bedienungsanleitung schauen, welcher Nähfuß das genau ist und auch welchen Stich ich dafür benutze, denn ich hatte ihn seither nicht benutzt. Aber glaube mir, jetzt weiß ich, wofür ich ihn benutze. Ich habe mich gerade eben informiert und du wirst das jetzt wahrscheinlich öfter sehen, wenn ich mir Hosen nähe. Denn du nimmst das oft, um zu säumen, damit man einfach den Stich nicht sieht, damit es ein bisschen eleganter aussieht. Also es ist sehr oft für elegantere Schnitte gedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Kinderhose damit vielleicht versäubern würde oder versäumen würde. Ich denke eher nicht. Wichtig ist zu wissen, dass es nicht für jeden Stoff geeignet ist. Also meistens nimmt man dickere, etwas dickere Stoffe dafür und gröber gewebte. Ich habe aber auch nicht die Erfahrung, um zu sagen, wie es ist mit Feinstoffen. Das ist jetzt nur das, was ich an Infos rausgelesen habe. Super praktisch. Ich mache jetzt absichtlich nicht die Farbe des Stoffes in die Maschine, sondern ich bleibe bei meinem kräftigen Neongelb, weil es sich heute so schön einreiht und du dann auch besser siehst, wo man den Stich später sehen wird. Denn ganz blind ist er nicht. Man sieht so ein bisschen. Ich habe am Stichtag Nummer 1 hatte ich meinen Jumpsuit selbst genäht und da musste ich nur noch versäumen zum Schluss und das hat von mir eine Nachbarin gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Also die zwei Säume unten am Fuß und da hatte ich mich schon gewundert, die hat das mit dem Blindstich nicht. Also ich kenne den Stich jetzt, sie hat das mit dem Blindstichfuß gemacht. Man kann das auch mit der Hand machen. Aber warum sollte man? Man hat ja den Nähfuß und die Nähmaschine. Also es gibt keinen Grund dafür, aber theoretisch könntest du es auch mit der Hand machen. Wie der funktioniert, zeige ich dir jetzt an der Maschine. Also auch hier ist das Anbringen wieder super easy. Hinten einfach einmal auf den Knopf drücken. Nähfuß unter die Maschine. Und fertig. Der Fuß ist angebracht, das ist super easy. Und jetzt kommt es darauf an, wie du deinen Stoff faltest. Also angenommen, hier unten ist deine Saumkante, also was du vielleicht auch schon versäubert hast, wie ich mit der Overlock oder später auch mit der Nähmaschine. Jetzt nimmst du einmal deinen Saum, je nachdem, wie viel du hinzugegeben hast, vielleicht so 3-4 cm in diesem Fall. Theoretisch, das denken wir uns jetzt, hast du das hier gebügelt. Und jetzt ist etwas wichtig. Wir klappen das wieder zurück, aber ein bisschen oben drüber, dass du deine Versäuberung siehst. So. Und dieses Nähstück kommt jetzt so drunter. Also das ist die Kante, an der wir entlang führen. Hier ist jetzt die umgeklappte Overlocknaht. Das ist die Kante, an der wir entlang führen. Hier siehst du dieses kleine Schiffchen, sage ich jetzt mal. Und da wird der Stoff angelegt. Am besten so weit unter die Nadel, dass der Stoff schon unter der Nadel liegt. Dann fährst du runter, korrigierst notfalls noch ein bisschen, stellst den Stich jetzt ein. Ganz wichtig, bei mir ist es 201. Da musst du mal gucken, je nachdem, was deine Maschine sagt. Und dann geht's los. So sieht dein Stich jetzt aus, so von der anderen Seite. Und wenn wir das Ganze jetzt aufklappen, dann hast du nur punktuell einmal die Stiche. Und hätten wir das jetzt farblich passend gemacht, würde es gar nicht mehr auffallen.
Ich persönlich finde, es ist ein super spannendes Thema. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob du alle Nähmaschinenfüßchen kanntest, ob du sie vielleicht schon mal benutzt hast, ob du sie benutzen möchtest, welche dich noch interessieren. Also spring mal runter in die Kommentare, ich nämlich auch gleich. Und da freue ich mich auf einen regen Austausch. 3 haben wir getestet, 3 habe ich für gut befunden, also auch diesen Overlock-Transporteur. Ich weiß, hier meine Maschine macht das schon sehr gut, aber es gibt doch den einen oder anderen Stoff, wo er definitiv nützlich ist. Mein Gamechanger. Ich verlinke dir natürlich alle Nähmaschinenfüße auch unten in der Infobox. Die Brother-Version, aber auch eine Universal-Version, sage ich jetzt mal. Und natürlich mein neuer Liebling, ich habe da schon ein Projekt im Kopf. Ich habe mir ja auch für die H&H die Hose genäht. Und ich glaube, ich finde es viel cooler, wenn man den Saum da nicht gesehen hätte. Also dieses ringsum. Also ich denke, den werde ich demnächst auch mal öfter zum Einsatz bringen. Du siehst es, es sind noch sehr viele Nähmaschinenfüßchen da, die wir testen können. Lass es mich gerne wissen. Denk dran, wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und dann sehen wir uns bereits am Samstag wieder. Bis dahin!